Guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen. Könnte ich bitte kurz für die nächsten zwei Stunden Ihre Aufmerksamkeit haben? Vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich hören. Wenn nicht, machen wir das lauter. Aber ich denke, das funktioniert. Mein Name ist Florian Dörfler. Ich bin Professor im Institut für Automatik und ich werde den Großteil der zweiten Hälfte dieser Vorlesung übernehmen. Wir werden größtenteils nichts ändern an der Vorlesung, sprich dasselbe Material, dieselben Slides. Ich erlaube mir allerdings, hier und da ein paar neue Sachen einzubringen, Tafelanschriebe und so weiter, da das Material ein bisschen, sagen wir mal, outdated ist. Und ich würde gerne ein paar neue Dinge hineinbringen. Okay? Aber selbes Skript, zählt alles, wird sich nichts revolutionär ändern. Heute reden wir über den Regelentwurf im Zeitbereich, nämlich wie tut man denn zum Beispiel diese PID-Regler tunen. Ich versuche die Vorlesung größtenteils auf Deutsch zu halten. Leider ist mein Deutsch ein bisschen rostig geworden, da ich zu viel Zeit in den Staaten verbracht habe. Also ich werde hier und da ein paar englische Wörter einschmeißen. Wenn Sie es nicht verstehen, sage es einfach. Bevor wir in den Regelentwurf gehen, würde ich gerne ein paar Sachen wiederholen. Nämlich die Baseline für jeden Regelentwurf soll sein, er soll stabilisieren. Okay? Und ich würde erst kurz nochmal wiederholen, was heißt Stabilität im Zeitbereich. Und dann gehen wir an die Specs der Regler. Okay? Das machen wir in der Tafel, da wir dafür keine Slides haben. Und also das sind die ersten, sagen wir mal, 15 Minuten der Vorlesung, würde ich gerne benutzen, um Stabilität im Zeitbereich zu wiederholen. Das Setup in der ganzen Vorlesung ist der klassische Regelkreis. Das heißt, wir haben eine Strecke, typischerweise abgekürzt bei G, der Übertragungsfunktion, ein Regler K. Der Regler wirkt auf die Strecke über eine Rückführung, sprich es gibt eine Messung, einen Ausgang Y. Wir messen diesen Ausgang, vergleichen mit einem Referenzsignal, typischerweise über ein negatives Feedback und stecken das in den Regler. Okay. Und ein paar Funktionen, mit denen Sie mittlerweile sehr vertraut sein sollen, ist unter anderem die Sensitivität. Nämlich, das ist die Funktion S von S. Nämlich 1 über 1 plus GK von S. Okay? Ich lasse das Argument S weg. Im Allgemeinen, Sie müssen nicht mitschreiben, Sie haben das schon alles irgendwo im Skript. Wenn Sie wollen, dürfen Sie natürlich. Es ist wirklich nur eine Wiederholung. Das ist die erste Funktion. Was ist die Sensitivität? Es ist wirklich die Übertragungsfunktion, in dem Fall zum Beispiel von einer Störung, die auf die Messung wirkt, auf die Regelgüte, auf den Ausgang, könnte man sagen. Es gibt auch die komplementäre Sensitivität. Wenn Sie meine Handschrift nicht lesen können, dann geben Sie Bescheid, schmeißen Tomaten, Äpfel, was weiß ich, einfach Bescheid geben, ich gebe mir Mühe. Die komplementäre Sensitivität ist die Funktion T von S, nämlich G mal K mal die Sensitivität S, also GK über 1 plus GK. Das sind die zwei Hauptübertragungsfunktionen, die wir uns anschauen in der Vorlesung. Und woher kommen diese Namen? Angenommen, wir geben jetzt hier eine Störung rein, irgendein Rauschen auf unserem Messeingang, D zum Beispiel, dann können wir die Übertragungsfunktion bestimmen als also die Übertragungsfunktion des geschlossenen Kreises, ist nämlich dann Y ist T mal R plus S mal D. Okay. Also S ist Sensibilität gegenüber Störungen. Und die komplementäre Sensitivität ist die Funktion, die zusammen mit S 1 ergibt. Nämlich, wir haben S plus T ist 1. Okay. Deswegen, daher kommt der Name. Diese Gleichung wird auch genannt das fundamentale Dilemma der Regelungstechnik. Weil Sie sehen, Sie können nicht T optimieren und gleichzeitig S optimieren. Es gibt immer ein Constraint. Okay. Wir werden darauf in der nächsten Vorlesung zurückkommen, wenn wir Loop-Shaping im Frequenzbereich machen. Okay,
Was habe ich hier noch? Genau, wir wollten zur Stabilität kommen. Wir schauen uns in der Vorlesung an, größtenteils gebrochen rationale Funktionen. Also wir haben über den Fragen ein Polynom in S im Nenner und ein Polynom in S im Zähler. Typischerweise kausal. Man kann sich auch allgemeinere Fälle anschauen, aber in unserem Fall sind die Übertragungsfunktionen gebrochen rational. Also wir haben gebrochen rationale Übertragungsfunktionen. Das heißt zum Beispiel, wenn unser G irgendein Polynom ist, sagen wir mal ein Zählerpolynom GZ über ein Nennerpolynom GN. Im allgemeinen Fall, in dieser Vorlesung schauen wir uns auch Regeln an, die wir als gebrochen rationale Polynome darstellen können. Also K ist auch ein Zählerpolynom über ein Nennerpolynom. Dann stecken wir mal die Ausdrücke rein in sowohl T als auch S. Dann kriegen wir Folgendes. Damit ergibt sich die Sensibilität S zu 1 über 1 plus GK, was in diesem Fall das der Produkt der Nennerpolynome ist, GN mal KN über GN KN plus GZ KZ. Umgekehrt, die Complementary Sensitivity, kommt schon das Englische, die Komplementäre Sensibilität ist G mal K mal S, was in dem Fall es hier gibt zu, Sie sehen, dass wir mal GK nehmen, kürzt sich einmal GNK dann heraus und wir kriegen GZ KZ über GN KN plus GZ KZ. Okay? Das ist ja nichts Schweres. Und Sie haben, glaube ich, irgendwann in der dritten oder vierten Vorlesung Stabilität behandelt. Und Sie haben Stabilität definiert als die Pole der Übertragungsfunktion müssen in der offenen rechten Halbebene sein. Okay? Welche Übertragungsfunktion nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir S, nehmen wir T, nehmen wir die Übertragungsfunktion D nach R oder man könnte sie allerhand ausdenken. Stellt sich heraus, was auch immer für Übertragungsfunktionen Sie aufstellen in diesem Bild, von irgendeinem Signal zu irgendeinem anderen Signal, das wird immer das Nennerpolynom sein. Okay? Es wird immer sein GNKN plus GZKZ. Okay? Und dementsprechend kann man Stabilität im allgemeinen Fall wirklich definieren als, wir wollen, dass alle Nullstellen dieses Polynoms in der offenen rechten Halbebene sind. Stabilität ist wirklich der geschlossene Regelkreis ist, ich schreibe hier noch ein paar Quantifier rein, die ich gleich erkläre, intern asymptotisch stabil. Genau dann und nur dann, wenn alle Nullstellen von GNKN plus GZKZ in offenen rechten Halbebene sind. Nullstellen von GNKN plus GZKZ sind in der offenen, sorry, nicht rechten, sondern linken Halbebene. Okay, was ist ein bisschen anders zu dem, was Sie gesehen haben in den Slides bisher? Ich habe hier noch einen, sagen wir mal, Quantifier hinzugefügt, den ich ein bisschen genauer erklären will, nämlich das Wort intern. Ich glaube, im Skript steht irgendwas à la, der geschlossene Kreis ist stabil, wenn die Pole der Übertragungsfunktion stabil sind. Jetzt könnte man sich aber natürlich leicht eine Übertragungsfunktion ausdenken, im folgenden Fall. Nehmen wir mal ein schlechtes Beispiel. Sagen wir mal, als Beispiel, mein G von S ist, sagen wir mal, ein stabiler Pol, 1 über S plus 1,
und ein instabiler Pool, 1 über S minus 1. Okay? Und dann kommt so ein findiger Regelungstechnikdesigner her und sagt, ich mag keinen instabilen Pol, ich möchte mein System stabilisieren. Tun wir doch das Ding einfach rauskürzen. Kann man sich überlegen. Also, sagen wir mal, ein findiger Regler. Ich tue das hier in Anführungszeichen setzen, weil Sie gleich merken, das ist nicht das Schlauste. Wäre zum Beispiel, wir kürzen einfach die Instabilität. K von S ist S minus 1. So, anhand von dem, was Sie bisher gelernt haben, warum ist das kein guter Regler? Ich könnte auch sagen, ich kürze das raus und alles ist stabil und passt. Woran scheitert es? Jetzt komm, irgendwer muss hier mal dran. Ich könnte es jemand aufrufen. Ja, da oben. Genau, also wir haben hier ein paar, sagen wir mal, Issues, Probleme. Das erste, was Sie gerade genannt haben, ist, wir müssen das System hundertprozentig können, wenn wir so ein Spielchen machen wollen. Wenn wir wirklich was rauskürzen wollen, was irgendwie undesirable ist, one way or another, dann müssen wir das kennen. Also das gibt uns Robustheitsprobleme. Wir kennen das System nicht gut genug. Irgendwelche anderen Probleme? Können Sie sich erinnern an die Definition von Kausalität? Wann ist ein System kausal? Wann kann ich ein System deterministisch abbilden? Ein Frequenzbereich ist wirklich, wenn die Übertragungsfunktion einen höheren Nennergrad hat als einen Zählergrad. Ich kann keine Ableitung programmieren. Geht nicht. Full stop. Dazu müsste ich in Zukunft blicken können. Das S hier ist eine Ableitung. Ich kann das nicht realisieren. Kein Microcontroller der Welt. Auch nicht mit analogen Reglern. Okay? Es ist nicht kausal. Es gibt noch ein drittes Problem, was wirklich abzielt auf dieses Wort hier. Ja? Aber das ist nicht kausal, das ist ja nicht ein Problem. Könnt ihr einfach K von S gleich S minus 1 über S plus 2 wählen, dann ist das wieder kausal. Das stimmt. Das stimmt vollkommen. Ich könnte es wieder kausal machen. Dann habe ich halt einen anderen Regler. Also es wäre in dem Fall ein schlauerer Regler. Ja. Das stimmt. Übrigens, wem es noch nicht aufgefallen ist, wenn Sie einen PID-Regler bauen, der hat auch ein S drin. Kann man auch nicht realisieren. Sprich, man muss so Tricks machen, wenn man wirklich den PID-Regler 1:1 implementieren wollte. Wir kommen da zur nächsten Vorlesung nochmal. Aber es gibt noch ein drittes Problem, was auf dieses kleine unschuldige Wort intern abzielt. Nehmen wir mal an, es gibt eine Störung zwischen dem Aktuator, mit dem ich auf das System wirke, und dem System selber. Nehmen wir mal an, es gibt eine Störung hier. Diese Störung geht durch ein System durch, das selber instabil ist. Sprich, diese Störung wird nach plus unendlich vergrößert oder minus unendlich. Ja. Sprich, ich kann zwar so Tricks machen, wie instabile Pole rauskürzen, aber in der gesamten Übertragungsfunktion von zum Beispiel von diesem Signal Eta nach Y wird diese Instabilität sichtbar sein. Okay? Sprich, Sie können sich mal ausrechnen, was die Übertragungsfunktion von Eta nach Y und dann sehen Sie, der instabile Pole wird auftauchen. Okay? Es ist nämlich nicht intern stabil. Also das ist wirklich wichtig hier in dem Fall. Ich kann hier nicht einfach eine Instabilität rauskürzen, weil dieses Signal immer noch nach plus unendlich gefiltert wird durch diese Übertragungsfunktion. Okay, das war nur mein kurzer Review zur Stabilität und ich wollte nur ein Wort herausstreichen, was in den Slides nicht deutlich genug war, nämlich interne Stabilität. In dem Fall, was ich gemacht habe, ich habe mein System gestern gemacht, dass sich hier irgendwas kürzen wird, was mir nicht gefällt, aber so soll es ja nicht sein. Okay, also wir müssen wirklich das ganze Polynom checken. Und eventuelle Pol-Nullstellenkürzungen müssen wir mit einrechnen. Okay, habe ich noch was?
Es ist so leicht gesagt, alle Nullstellen müssen stabil sein. Natürlich mit Hilfe eines Computers ist es nicht schwer zu errechnen. In der Prüfung müssen Sie per Hand errechnen, wann die Polnullstellen auch stabil sind. Und dazu kennen Sie ja die Kriterien. Kurz ein paar algebraische Bedingungen für Stabilität. Das erste ist notwendige Bedingungen. Und die heißt, ich schreibe das charakteristische Polynom hin, das heißt das Polynom, das mir diese Gleichung hier gibt, oder diese Übertragungsfunktion, und ich muss checken, alle Koeffizienten dieses Polynoms müssen positiv sein. Wenn ein Koeffizient negativ ist, instabil, story over. Okay. Schlechter Reglerdesign. Okay, notwendige Bedingung ist, alle Koeffizienten des charakteristischen Polynoms müssen positiv sein und die hinreichenden Bedingungen haben Sie, glaube ich, vor zwei oder drei Vorlesungen gehört vom Herrn Professor Marari. Und das ist das Ralph-Hurwitz-Tableau. Sprich, man kann die Koeffizienten wirklich nach und nach checken über Determinanten und herausfinden, ob das Polynom wirklich positive Wurzeln hat. Also die hinreichende Bedingung ist Ralph-Hurwitz. Ich gehe jetzt nicht in Details, das hatten wir schon. Aber die Baseline ist, wenn man so eine Überschrift sieht, Regeln durch den Zeitbereich, das Minimal, was man erreichen muss, ist, dieses Polynom braucht stabile Wurzeln. Okay. Und das ist die notwendige Bedingung, das wäre die hinreichende Bedingung. So, gibt es hierzu Fragen zu dem kurzen Review? Nein? Okay, dann gehen wir doch mal in die Slides rein. Ich habe leider noch kein so fancy schönes Tablet. Vielleicht kommt das ja nächste Woche. Bis dahin müssen wir mit denen hier vorlieb nehmen. Gliederung ist, wir reden ein bisschen über Spezifikation im Zeitbereich. Angenommen, ich möchte einen Regler designen, nur anhand von Zeitbereichkurven. Das ist die einzige Information, die ich habe. Auf was muss ich achten? Was ist mir wichtig? Wir diskutieren Regelentwurf nach Ziegler-Nichols und nach Ostrom und Haglund. Fangen wir damit an. Die erste Spezifikation bezieht sich wirklich auf ein System, das sagen wir, ein gedämpfter Schwinger ist, System zweiter Ordnung, mit Polen, die komplex konjugiert sind, gedämpft. Und dieses System hat, ich kann mal schauen, ob ich es auf die Tafel bringe, from scratch, es klappt. Sprich, das ist ein System, das die Übertragungsfunktion hat. Welches Slide ist das? Slide. Das würde ausschauen wie 1 über s Quadrat plus 2 Zeta Omega S plus Omega Quadrat S. Diese Art von Übertragungsfunktion gibt diese Sprungantwort. In der Sprungantwort ist Tau ist 1 über dieses Omega hier. Und Sie sehen, die Sprungantwort ist oszillierend und sie konvergiert eventuell. Angenommen, alles, was Sie von Ihrem System wissen, ist so ein Plot. Und Sie möchten jetzt einen Regler tunen, worauf soll man achten? Das Erste natürlich, ich möchte, dass ich den Fehler ausregle. Sprich, eine Sprungantwort soll nachher, wenn ich eine Referenz 1 reingebe, in den geschlossenen Kreis auch 1 rauskommen. Also der Regelfehler. Ich möchte, das hier soll genau 1 sein. Und jetzt können Sie überlegen, wie lange dauert es, bis das wirklich innerhalb eines schmalen Epsilon-Bandes um die 1 ist, zum Beispiel um plus minus 1%. Das nennt sich die Ausregelzeit, TS, das ist dieses hier.
Das ist zum Beispiel eine Spezifikation. Eine andere Spezifikation ist, wie schnell komme ich denn in die Nähe von meinem Steady State, den ich erreichen will. Okay. Das nennt sich die Rise Time oder Anstiegszeit. Was gibt es noch alles? Die Peak Time. Typischerweise die Apfensysteme stellen sich wirklich ein Pendel vor und sie geben einen Sprung drauf, sprich jemand haut einen Hammer drauf, wird erstmal einen Überschuss haben. Sprich hier dieser Overshoot hier. Und dieser Overshoot ist quantifiziert mit dieser Variable MP hier. Das ist Überschwingen. Und zu guter Letzt, wie schnell komme ich in den plus minus 1% Bereich oder plus minus 10% in dem Fall, ist die Anregelzeit. Für dieses simple System zweiter Ordnung kann ich natürlich all das ausrechnen in geschlossener Form als Funktion der Parameter, als Funktion der Damping Ratio, Zeta, als auch als Funktion der natürlichen Frequenz, Omega. Kann man sich alles durchrechnen? Das ist, glaube ich, in dem Buch von Franklin Powell im Detail durchgerechnet. Ich möchte das jetzt hier nicht machen. Aber Sie können das alles sehen. Jetzt könnte man sich überlegen, jetzt möchte ich diese Zeit natürlich so schön wie möglich haben. Sprich, ich möchte, dass ich so schnell wie es geht hier hochkomme. Sprich, ich möchte mein TR minimieren. TR minimieren würde heißen, mach das Omega möglichst groß. Sprich, Omega in dem Fall plus, minus, unendlich. Ich möchte die Peak Time minimieren. Sprich, dieses Zeta-Quadrat möchte ich zu minimieren oder das Überschwingen. Stellt sich heraus, wenn Sie das hier minimieren wollen und möglichst schön machen wollen, wählen Sie Zeta gleich 1, zum Beispiel. Offensichtlich ist die Sprungrate nur definiert für Zeta klein 1, kann man also nicht machen. Und so weiter. Sie können sich wirklich überlegen, wie muss ich jetzt meine Parameter tunen, sodass ich eine möglichst schöne Sprungantwort kriege. Das wäre zum Beispiel ein Kriterium, nach dem man den geschlossenen Kreis ausrechnen könnte. Wie ich vorher gesagt habe, die notwendigen Bedingungen, was auch immer Sie machen, wie auch immer Sie in all diesen Parametern drehen, es muss stabil sein. Okay, man kann sehr leicht diese Konstanten hier optimieren. Zum Beispiel sagt, ich möchte mein Omega minus unendlich haben, sodass dieses Wert möglichst klein wird. Ist das System noch stabil mit Omega ist minus unendlich? Höchstwahrscheinlich nicht. Mit Omega plus unendlich auch nicht. Also es gibt gewisse Constraints, nach denen man das setzen kann. Schauen wir uns nochmal die Übertragungsfunktion an. Das ist diese hier. Man kann in dem Fall explizit ausrechnen, was die Polstellenlage. Das wären diese Werte hier. S12 ist minus Omega Zeta plus minus Omega Wurzel aus Zeta Quadrat minus 1. Und Sie sehen, wenn Zeta kleiner 1 ist im Betrag, haben wir komplex konjugierte Pole und kriegen die Sprungantwort wie zuvor. Der Realteil, sprich was uns die Dämpfung gibt, der exponentiell abnehmende Teil, ist Omega mal Zeta. Der Betrag der Pole ist Omega, also sprich alle Pole werden in einem Kreis sein von Radius Omega. Die Dämpfung wird sein minus Omega Zeta. Und zu guter Letzt würde ich auch gern wissen, wo meine Pole sind. Wie arg oszillieren sie, wie groß die Frequenz des geschlossenen Kreises. Das ist definiert über diesen Sinus von Zeta hier, oder Sinus Invers von Zeta, was der Realteil über den Betrag ist, nämlich Zeta. Long story short. Zeta gibt wirklich an, der geschlossene Kreis, wo sind die Pole auf diesem Kreis hier? Okay? Wie arg oszilliert er? Typischerweise wollen wir keinen geschlossenen Kreis haben, der riesige Oszillationen hat. Wenn Sie mal in den USA ein Auto gemietet haben, aus den 90er Jahren, die Cruise Control eingeschaltet haben und einen kleinen Step-Input gegeben haben auf die Cruise Control, dann ist das Auto ungefähr so gefahren. Sprich, irgendein findiger Regeldesigner von Ford hat da die Pole auf plus minus i mal 10 gelegt oder sowas. Natürlich nicht sehr schön. Wir hätten gern vielleicht die Pole etwas weniger oszillieren, vielleicht irgendwo hier unten und nicht da oben. Wir würden gerne eine starke Dämpfung haben, sprich wir würden das gerne so weit wie möglich nach links schieben. Okay, und so kann man sich überlegen, wenn man die Pole legt, wir müssen sie stabil legen, aber wo legen wir es hin? Wir wollen es typisch nicht sehr arg oszillierend haben und stark gedämpft. Dieses Bild haben Sie vielleicht schon gesehen. Wie schauen typische, sagen wir mal, Systemantworten aus als Funktion der Pole. Wir sind typischerweise interessiert nur in der linken Halbebene, weil wir stabile Regelkreise suchen. Wir wollen keine Pole auf der imaginären Achse, die uns etwa oszillieren oder Integratoren geben, sondern wir würden gerne stark gedämpfte haben. Zum Beispiel minus reale Pole geben uns diese exponentielle Antwort. Je weiter nach links geht, desto stärkere Dämpfung. Wenn sie komplex konjugiert sind, kriegen wir Oszillationen. Aber wo sollen die Pole hin?
Angenommen, ich habe eine Regel mit genug Freiheitsgraden, könnte ich sie ja überall hinschieben. Theoretisch zumindest. Wo schiebe ich sie denn? Gehen wir nochmal zurück auf das System zweiter Ordnung. Man kann das Ganze verallgemeinern auf allgemeine Systeme. Hier ist halt sehr schön darzustellen. Wir wissen, dass dieses Omega uns diesen Kreis gibt. Das heißt, wir wollten gern Pole von gewissen, sagen wir mal, Magnitudes haben. Die sind hier. Wir hätten gern die Pole gedämpft, oszillierend, nicht stark oszillierend. Sprich, wir würden gern die Damping Ratio, so nennt sich dieser Kerl hier, setzen und sagen, Pole sollen irgendwo hier sein, aber nicht zu stark oszillierend. Das ist wirklich die Dämpfung, der exponentiell abnehmende Teil. Und jetzt könnte ich all diese drei Kurven hier schneiden und kriege als Spezifikation für meine Pole wirklich, sie sollen irgendwo links von dieser Kurve liegen. Okay. Da stecken wir die Pole hin. Es gibt natürlich jede viele mehr Spezifikationen. Zum Beispiel kann ich meinem System sagen, schick die Pole nach minus unendlich. Klar, mathematisch ist das kein Problem, auch im Computer nicht. Also Sie können sich vorstellen, ein Regler, der Pole minus 100 realisieren soll, der braucht eine ganze Menge Power. Sprich, ich muss hier ein riesiges Signal reingeben, wenn ich die Pole nach minus unendlich schicken will. Irgendeine kleine Störung wird es ganz instabil machen. Typischerweise habe ich hier auch Constraints. Ich habe nur so und so viel Power hinter mir. Meine Servomotoren sind nur so und so stark. Ich habe nur so und so viel Batterien. Okay? Es gibt halt andere Spezifikationen auch, die sagen, vielleicht kann man es nicht ganz nach minus unendlich schicken, sondern ich habe Constraints. Okay. Also, so viel zu den Polen. Man könnte es auch Regeldesign komplett unabhängig von den Polen, nur basiert auf der Sprungantwort. Ich sage, ich möchte nur die Sprungantwort optimieren. Okay, und das ist wirklich die Methode nach Ziegler-Nichols. Ziegler und Nichols waren zwei Ingenieure in den USA, Chemical Engineers in dem Fall. Ich glaube, einer von beiden war ein Professor, der andere hat in einem Industriebetrieb gearbeitet. Das war in den Zeiten vor den Computern und sie haben sich wirklich überlegt, angenommen, ich habe jetzt einen PID-Regler, er gibt mir irgendeine Sprungantwort, wie tune ich ihn? Kann ich wirklich vom Bild ablesen, was ich machen soll? Das war in den Zeiten vor MATLAB, deswegen waren diese Regeln damals sehr wichtig. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ziegler und Nichols, wie gesagt, waren Chemical Engineers und sie haben sich hauptsächlich chemische Prozesse angeschaut. Chemische Prozesse haben oftmals die Eigenschaft, sie ändern einen Eingang, zum Beispiel Druck, Temperatur, Substrat, Konzentration und so weiter, schauen auf den Ausgang und der schaut irgendwie so aus. Das heißt, der Ausgang ist charakterisiert durch ein paar Variablen, nämlich unter anderem, also es ist wirklich eine Sprungantwort, springen wir nicht nach 1 hoch, sondern zu irgendeinem Wert a. A ist nicht unbedingt 1, sprich wir kriegen einen stationären Fehler in unserem Regler. Eine zweite Charakteristik ist, der typische Regelkreis in Chemical Engineering zumindest hat einen Delay. Sprich, bevor irgendwas passiert, vergeht erstmal eine Zeit TD, das ist das sogenannte Lag. Und wir haben irgendeine exponentielle Anstiegszeit, charakterisiert bei Tau. Okay, also das heißt, man kann jede Menge Prozesse approximieren über diese einfache Übertragungsfunktion, die heißt irgendein konstantes Gain A, ein First-Order-System, ein, ich glaube, PT-Glied nennt man das im Deutschen, Tau S plus 1, und dazu noch eine Zeitverzögerung. Und jetzt haben Sie sich überlegt, die guten Herren, wie soll ich jetzt meinen PID-Regler tunen, um diese Sprungantwort zu verbessern? Und Ihr Ziel war wirklich, ich möchte eine Sprungantwort, die kann auch oszillieren, aber was immer die Oszillation ist, sie soll bitte in kurzer Zeit auf Null konvergieren. In dem Fall sollte die Sprungantwort ausschauen wie eine Oszillation, die nach einer Periode um 75% schwingt. Und dann kann man natürlich jetzt für dieses eine kleine System, das Ihnen gezeigt hat, viel rumrechnen und eventuell herausfinden, wie muss man die Gains tunen, um das zu erreichen. Und Sie haben wirklich Handregeln aufgestellt für die PID-Regler und haben herausgefunden, wenn man einen PID-Regler parametrisiert, wie Sie es in der Vorlesung zuvor gelernt haben, als D von S ist K 1 plus 1 über TS plus TDS, dann wählt man am besten die PID-Parameter wie folgt, um diese sogenannte 25% Decay-Ratio zu erreichen.
Nochmal zurück, was sind diese Parameter? Sie müssen sich vorstellen, also wirklich in den Tagen, es gab keine Modelle, es gab keine Computer, alles was es gab waren Messungen. Aus den Messungen konnte man rauslesen, was ist A, was ist Tau, was ist L, was ist der Slope hier, A über Tau. Okay. Basierend auf diesen Messungen haben Sie die folgenden Kriterien gewählt, nämlich zum Beispiel für einen P-Regler nimmt man nur 1 über RL für das Proportional-Gain, sprich 1 über den Slope und 1 über das Lag. Für PI 0,9 mal der andere PD-Regler von zuvor und für die TI-Konstante L über 0,3 und so weiter. Für PD haben Sie ähnliche Charakteristiken. Und dann stellt sich heraus, mit dieser Parameterwahl erreicht man zum Beispiel diese gewünschte Antwort des Systems. Heutzutage könnte man natürlich viel andere Sachen machen. Man könnte es numerisch tunen, die PD-Regler, aber das ist wirklich geschichtlich, wie das herkam. Und wenn Sie wirklich nicht wissen, Sie haben einen Prozess, wie soll ich die Regler tunen, das sind jetzt, sagen wir mal, Rules of Thumb, nach denen man das machen könnte. Sie haben eine zweite Methode entwickelt, nämlich die sogenannte Schwungmethode, auch nach Ziegler-Nichols. Und die basiert auf folgendem. Wie Sie wissen, oftmals ist es nicht vorteilhaft, wenn man den Regler einfach unendliches Gain gibt. Sie haben gelernt über Gain und Phase Margins in der letzten Vorlesung. Und Sie haben auch gesehen, wenn das Gain zu large wird, dann im Nyquist-Plot kommt man über die minus 1 rüber und es wird instabil. Sprich, wenn man das für viele Prozesse das Gain einfach erhöht, bis man irgendwann zu einem kritischen Punkt kommt, wo man von stabilen Polen auf instabile Polen umschwappt, dann kriegt man Oszillationen, genau am kritischen Punkt. Okay? Nennen wir dieses kritische Gain mal KU. Okay? U steht für unstable in diesem Fall. Und man bekommt Oszillationen. Das ist wirklich der Punkt, an dem die Pole von stabil auf instabil umschwappen, rein imaginär sind. In dem Fall kriegt man Oszillation mit einer Periode PU. Und jetzt könnte man sich überlegen, kann man anhand dieser Periode auch wiederum die PED-Parameter tunen. Wie gesagt, das ist eine Methode wirklich, wenn Sie kein Modell haben, zum Beispiel für chemische Prozesse, das ist sehr oft der Fall, wie tune ich den Regler? Okay, Sie tun das Gain erhöhen, Sie kriegen Oszillationen, Sie messen eine Periode PU und stellt sich heraus, mit der folgenden Wahl der Regler kriegen Sie auch wieder diese schöne 25% Decay Ratio. Nämlich K ist ein halb KU für den P-Regler. Zum Beispiel, wenn wir auf PD gehen, dann ist K 0,6 mal KU, TI ein halb PU, TD ein Achtel PU. Aber das sind wirklich, sagen wir mal, Rules of Thumb, die sich ausgedacht haben für diese speziellen chemischen Prozesse. Die müssen nicht immer funktionieren, manchmal sind die sogar instabil. Wie gesagt, wenn Sie ein Modell haben und die Übertragungsfunktion berechnen können, dann wählen Sie bitte die Gains eher so, dass Sie irgendwo schöne Pole kriegen in diesem Bereich. Wenn Sie kein Modell haben, schrauben Sie einfach um. Zumindest hat man das damals so gemacht. Heutzutage sind wir Gott sei Dank in Zeiten von Modellen und MATLAB und können das besser machen. Ich glaube, Sie haben im Skript einen langen Eintrag zu der Geschichte von Nichols. Ich möchte das jetzt nicht durchgehen. Gehen wir zu einer letzten Methode, um die PID-Regler Variablen zu bestimmen. Nämlich, gehen wir nochmal zu der zurück. Hier hat man wirklich gesagt, wir tun das Gain hochdrehen, bis wir zu instabilen Polen kommen und Oszillationen kriegen. Wir berechnen die Parameter aus der Periode der Oszillation. Dann hat sich ein Herr Aström in Norwegen, nee, in Schweden damals, an der Lund-Universität überlegt, könnte man das denn nicht automatisieren? Sprich, ich habe ein System, ich habe kein Modell, aber ich würde gerne automatisch PED-Regler tunen. Und er hat sich Folgendes ausgedacht. Man könnte in das System einfach einbauen ein Zweipunktlied, ein sogenanntes Relay, das einfach nur Signale plus 1, minus 1 reingibt. Es hat dieses Übertragungsglied, sprich, wenn der Input negativ ist, kriegen wir minus 1, wenn der Input positiv ist, kriegen wir plus 1. Wirklich wie ein elektrisches oder mechanisches Relay. In dem Fall kriegen wir Höhe plus minus D. Es stellt sich heraus, dass mit den meisten Strecken, wenn man dieses kleine Glied hereingibt, kriegt man einen instabilen Grenzzyklus. Vielleicht haben Sie gehört von Limit Cycles in anderen Vorlesungen, ein nichtlineares Phänomen. Sprich, man kriegt Oszillationen einer bestimmten Periode, PU, und einer bestimmten Höhe A. Man kann über diverse nichtlineare Analysen, wie wollen nicht in Details gehen, in dem Fall Describing Function Methods, sich herausrechnen, dass diese Art von Relay denselben Effekt hat,
wie wenn ich zuvor einfach mein Gain hochdrehe, bis der geschlossene Kreis instabil wird. Vorteil, das ist komplett automatisiert. Okay. Und anhand dieser, das heißt, ich kann mein KU berechnen, ich kann mein PU berechnen und daher kann ich dann herausfinden, was sind die kritischen Oszillationen, was ist das kritische Gain. Das hört sich jetzt ziemlich, sagen wir mal, naiv an, ein bisschen rumgeschraube. Es stellt sich heraus, ABB hat ungefähr an die 10 Millionen von diesen Dingern verkauft weltweit. Wirklich mit kleinen Relays, die einfach das System instabil werden lassen, daraus die Reglerparameter berechnen, eingestellt, funktioniert, fit and forget. Kann man sich jetzt überlegen, ob das gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall spart es einem die Mühe, dass man ein Modell baut und dann aufgrund des Modells sich die Reglerparameter ausdenkt. Wie gesagt, wenn Sie jemals eine Regel entwerfen müssen, die Baseline, wie müsste die Gains tunen, ist, es soll stabil sein, sprich die Nullstellen, diese Übertragungsfunktion in der offenen linken Halbebene und eventuell sich auch überlegen, wo steckt man die Gains hin. Man will zum Beispiel die Gains, die Pole nicht bei plus minus I mal 100 haben, weil das System dann diese Art von Amplituden hat. Okay. So viel zu automatisierter PID-Regelung. Wir machen eine kurze Pause. Sie können gerne vollkommen Fragen stellen zu diesen Methoden und hören uns dann in 15 Minuten wieder. Danke. Gut, dann kommen Sie bitte langsam wieder zur Ruhe. Ich würde gern fortfahren, indem ich Ihnen eine Frage stelle. Und zwar, Sie haben ja bestimmt alle die Signale und Systeme 2 gehört bei John Ligeros, nehme ich an. Die war auf Englisch. Alle Masterkurse in ETH sind auch auf Englisch, wie Sie wissen. Deswegen ist die Idee, würden Sie diese Vorlesung im nächsten Jahr, Sie hören sie nicht mehr, aber im nächsten Jahr würden, hätten Sie sie lieber auf Englisch gehabt? Haben Sie dazu irgendeine Meinung? Vielleicht mal kurze Rückmeldung. Wer würde denn gerne die Regelsysteme 1 auf Englisch hören? Hebt die Hand. Wer bevorzugt sie auf Deutsch? Französisch? Okay. Würden wir vielleicht noch alles hinkriegen. Okay, aber die Mehrheit, so wie ich sehe, würde die Vorlesung lieber auf Englisch hören. Gut. Werden wir so einprogrammieren dann für das nächste Jahr. Vielen Dank. Ich hatte noch eine Frage in der Pause, die ich glaube, wäre relevant, noch allgemein zu diskutieren mit allen zusammen. Und zwar hoffe ich, habe ich es nicht verwirrt mit der Realisierbarkeit des PID-Reglers. Wir werden das in der nächsten Vorlesung genauer anschauen. Ich möchte Ihnen einen kleinen Preview geben dazu. Ein Preview zur Realisierung des PID-Reglers. Der PID-Regler hat die Form K von, oder sagen wir mal, D von S ist irgendein Gain, K mal 1 plus TDS. Und ich habe Ihnen ja vorher erzählt, dass ein Nachteil dieser Art von Regler eventuell sein kann, dass sie nicht kausal sind. Der PID-Regler in dem Fall ist ein nicht kausaler Regler. Warum ist das? Angenommen, Sie wollen diesen Regler bauen, dann müsste das S realisieren. Das S im Zeitbereich ist die Ableitung. Stellen Sie vor, Sie sind diese schöne Box im Regelkreis, Sie kriegen ein Signal rein, Sie sollen die Ableitung ausspucken. Können Sie das? Nein, Sie müssten ja wissen, wie das Signal sich in der Zukunft verhält. Mit anderen Worten, ich kann keine Ableitung bauen. Ist nicht kausal möglich. Okay. Wann könnte ich denn eine Ableitung kreieren? Wenn ich das Signal ein bisschen verzögere zum Beispiel. Ich kriege das Signal rein und ich spucke es mit einer Sekunde Differenz raus. Also könnte ich mir eventuell, also wie gesagt, die Moral der Geschichte ist, dass das S eine Ableitung ist, in mehr fancy Deutsch ein Differentiator. Und das ist nicht kausal, nicht realisierbar. Aber es wäre realisierbar, wenn wir eine kleine Zeitverzögerung einbauen. Das heißt, wir könnten uns ja überlegen, ein
PD-Regler mit Verzögerung. Wie modellieren wir die Verzögerung? Das Wissen idealerweise würde eine Verzögerung so ausschauen, dass wir hier ein Time-Delay haben, sagen wir irgendein T, dass die Zeitkurve ein Signal, ein Sprungsignal kommt, aber wir sehen das erst zum Zeitpunkt T. Sagen wir mal, eine realistischere Modellierung eines Verzögerungsprozesses wird einfach sagen, wir nehmen einen Prozess erster Ordnung an, irgendwie sowas, einen Prozess, der ausschaut wie 1 über TS plus 1, was ungefähr ein Delay ist, der Größe T. Das heißt, ich könnte mir jetzt einen PD-Regler mit Verzögerung bauen und der schaut aus wie folgt. Ich könnte sagen, B von S ist derselbe Regler, K, 1 plus TDS, aber mit der Verzögerung und für mich einfach hier ein TS plus 1. Einfach nur, ich tue einen Verzögerungsblock vor dem oder hinter dem PD-Regler setzen. Spielt keine Rolle, ob davor oder nach in dem Fall. Und ich könnte mir statt diesen Regler hier diesen überlegen. Der wäre realisierbar, der ist kausal. Der Nennergrad ist kleiner als größer als Zählergrad oder gleich groß in dem Fall. Funktioniert das Ganze? Ja. Man kann es sich sehr schön überlegen im Bode-Plot, wann, wie, warum das funktioniert. Schauen wir uns mal die Bode-Plots an. Wir werden das nächste Vorlesung noch ein bisschen genauer durchnehmen. Ich möchte Ihnen nur einen kurzen Preview geben, weil ich die Idee hatte, oder weil ich Sie eventuell verwirrt hatte damit. Der Bode-Plot von D von S schaut wie folgt aus. Also die nennen wir das hier mal D und das nennen wir mal D tilde. Der Bode-Plot von D schaut aus mit Magnitude wie folgt. Gain ist K. Und dann der Regler hätte die Eigenschaft, dass wenn die Frequenz gegen unendlich geht, geht die Amplitude gegen unendlich. Sprich, der Regler schaut so aus irgendwie. Wobei hier ist 1 über TD. Sprich, der Regler würde hohe Frequenzen unendlich verstärken. Der klassische D-Regler, PD-Regler. Die Phase von D, wie hier auch, mehr 1 über TD, würde ausschauen wie folgt, sie wäre 0 und dann wird sie hier irgendwie hochgehen auf 90 Grad, plus 90 Grad. Das wäre der PD-Regler. Diesen Regler, den wir hier bauen, könnte man wie folgt realisieren, im Bode-Plot, wäre ein D-Tilde mit Amplitude und Phase von D-Tilde. Nehmen wir mal an, dass das T kleiner ist, dieses T, als das TD, sprich ich habe eine Verzögerung, aber eine sehr, sehr kleine Verzögerung. Ich möchte mein Signal nicht eine Stunde später integrieren, sondern sofort. Sprich, ich habe ein 1 über TI hier und hier habe ich irgendwo ein 1 über T. In dem Fall würde die Geschichte aussehen wie folgt. Haben wir hier Farben. Oh, wunderbar. Können wir sogar malen. Nehmen wir diesen Kerl hier mal in grün. Sprich, der wäre immer noch da. Der würde irgendwie so ausschauen. Das hier ist dieser. Und den machen wir mal in gelb. Ja. Gelb und grün passt nicht. Nehmen wir rot. Dieser Frequenzgang würde ausschauen wie folgt. Würde irgendwie so aussehen. Okay. Der ganze Regler, D tilde, ist das Produkt der beiden. Und der schaut dann aus wie folgt. Sprich, die Amplitude
würde irgendwie sich so verhalten. Ist das richtig? Sie würde konstant bleiben, konstant. In dem Fall für t unendlich, ja. Und die Phase würde sich wie folgt verhalten. Was wichtig ist, in dem Bereich, der mich interessiert, sagen wir mal zur linken von der Kurve, das ist der Bereich, der mich interessiert, sehen Sie, dieser, sagen wir mal, PI-Regler mit Verzögerung, PD-Regler mit Verzögerung, verhält sich wie der klassische D-Regler. Mit anderen Worten, wenn ich dieses T hier geschickt wähle, kann ich damit den PD-Regler implementieren, realisieren. Okay, wir werden das nächste Vorlesung nochmal mehr im Detail anschauen. Diese Termine nennen sich Lead-Lag-Elements, die kommen in der nächsten Vorlesung im Detail vor. Es ist nur wichtig, dass Sie wissen, man kann keinen D-Regler bauen. Man muss den D-Regler zu bauen, ein Verzögerungsglied einbauen. Okay. Fragen dazu? Okay. Wie gesagt, es kommt in der nächsten Vorlesung nochmal dran. Gehen wir nochmal zurück zur Tuning von PD-Reglern. Wir haben ja gesehen, man kann Prozesse mit dieser Sprungantwort allgemein charakterisieren als Prozesse zweiter Ordnung, als gedämpfte Schwinger. Und zu überlegen, wie muss man die Dämpfung wählen, wie muss man die Frequenz wählen, um einen bestimmten schönen Zeitbereich zu eine Sprungantwort zu halten. Es funktioniert wunderbar, solange man Prozesse zweiter Ordnung hat. Nehmen Sie ein viel komplizierteres System her, mit, was ich, 20 Polstellen, 10 Nullstellen, und Sie wollen das so tunen, dass sich so verhält, good luck. Wird nicht wirklich funktionieren. Ebenso, wenn wir uns mal diese Ziegler-Nichols-Sprungantworten ansehen und die daraus folgenden, sagen wir mal, Tuning-Regeln, die funktionieren wunderbar, solange die Sprungantwort diesen S-Shape hat. Wenn dieser S-Shape nicht vorhanden ist, funktionieren die Ziegler-Nichols-Regeln nicht sehr gut. Um das mal zu illustrieren, schauen wir das folgende Beispiel an. Ein Wärmetauscher. Also das finden Sie im Franklin-Powell-Book und Heat Exchanger Model. Jetzt können wir auf dem Wärmetauscher einen Sprung draufgeben. Schauen Sie die Sprungantwort an. Und wir kriegen einen Slope hier von 1,90. Sprich, es geht irgendwann gegen 1 und die Rise Time ist ungefähr 90 Sekunden. Dieses R, wenn man jetzt diesen klassischen Ziegler-Nichols-Prozess anschaut, wäre dieser Slope hier. Okay. Und jetzt könnte man einfach mal überlegen, wir wissen den Slope, wir wissen den Delay, können wir den Regler so tunen? Einfach mal nach Rule of Thumb. Tun wir es einfach mal so wählen. Okay. Also wir kriegen R1,90, Zeitverzögerung ist minimal, 13 Sekunden, und tun einfach mal die Ziegler-Nichols-Regeln anwenden. Und kriegen diese PD-Parameter. Das Erste, was man vielleicht machen sollte, ist vielleicht kurz mal die Pole plotten. Ist das überhaupt stabil? Ja, nein. In dem Fall haben wir Glück, es ist stabil. Wie schaut denn die Sprungantwort des geschlossenen Kreises aus? Wenn wir nur den P-Regler wählen, nach Ziegler-Nichols, kriegen wir eine Sprungantwort, aber die Sprungantwort konvergiert nicht gegen 1. Sprich, wir haben eine stationäre bleibende Regelabweichung. Vergleichen Sie damit mal den offenen Kreis. Da kommen wir gegen 1. Sie haben den Regler jetzt zwar, sagen wir mal, schneller gemacht, sprich, der konvergiert ziemlich schnell, aber Konvergierung ist falsche. Also eventuell war Ziegler-Nichols in dem Fall nicht sehr schlau, zumindest für den P-Regler. Sie wissen, wenn wir eine stationäre Abweichung haben, können wir die am leichtesten kompensieren, wenn wir einen Integrator einbauen, einen P-Regler. Nehmen wir doch mal einen P-Regler, auch nach Ziegler-Nichols getuned, und wir kriegen das hier. Okay, Konvergierung 1, funktioniert wunderbar. Aber wir haben einen riesigen Overshoot um 80%. Nehmen Sie mal an, das wäre ein chemischer Reaktor, wo wir mit Ziegler und Nichols gearbeitet haben. Und auf einmal ist der Druck im Reaktor 80% höher, wie er sein sollte. Nicht sehr, sagen wir mal, desirable. Also das wäre jetzt ein schlechtes Tuning, was Ziegler und Nichols ausspucken würde. Es funktioniert zwar, aber es ist nicht sehr schön. Tun wir einfach mal ein bisschen rumdrehen an den Schrauben. Tun wir einfach mal das Gain um 50% verkleinern. Und wir kriegen eine viel schönere Antwort in dem Fall. Okay. Mit anderen Worten, diese Ziegler-Nichols, Ostrom-Haglund und so weiter Regeln sind, sagen wir mal, Rules of Thumb, wenn man nicht weiß, wie man die Parameter wählen soll, aber sie sind nicht optimal. Okay. Wir kriegen hier sehr schlechtes Verhalten.
Wir können auch mal diese Schwungmethode nach Ziegler-Nichols ausprobieren. Wenn Sie sich noch erinnern, dass die Methode einfach das Gain hochdrehen, bis die Pole instabil werden. Wir halten an, wenn sie oszillieren. Und dann schauen wir uns die Oszillation an für diesen Wärmetauscher und messen die kritische Periode. In dem Fall wären das 42 Sekunden und wir haben das Gain hochgedreht auf 15,3. Dann sagt uns Ziegler-Nichols, wähle bitte die und jene P- und PI-Parameter. Wie schaut der Closed Loop aus? Ähnlich wie vorher, sprich der P-Regler hat einen großen Overshoot und konvergiert nicht gegen den gewünschten Sollwert. Der PI-Regler hat einen noch größeren Overshoot, konvergiert zwar, aber halt auch mit sehr großen Transienten. Auch nicht sehr vorteilhaft. Und auch wiederum einfach an den Schrauben ein bisschen drehen, man sieht, das funktioniert viel besser. Das kommt dann jetzt ein bisschen vor wie, sagen wir mal, an Schrauben drehen. Man kann das Ganze auch automatisieren. Wie gesagt, wenn ich einen Regler designe, worauf achte ich? Ich schaue mir nur an, wo die Pole liegen. Ich denke wirklich in dem Plot, wo die Pole sind, wo will ich die Pole haben, wie soll es sich verhalten, was soll die Dämpfung sein, wie oszillierend soll es sein. Man kann aber auch MATLAB herausholen, denn die Leute von MathWork haben sich alle an schönen Algorithmen ausgedacht, um PD-Regler zu tunen. Schauen wir mal ein paar an. Das setzt natürlich voraus, dass man ein Modell hat. Das ist ein bisschen ein unfairer Vergleich, weil natürlich diese Regeln von Ziegler-Nichols gebaut wurden für allgemeine Modelle, in dem Fall für nicht vorhandene Modelle. Okay? Wenn man ein Modell hat, kann man natürlich viel mehr machen. Nehmen wir mal eine einfache Übertragungsfunktion, Zero-Pole-Gain. Wir tun eine Übertragungsfunktion bauen, die keine Zeros hat. Ich hoffe, Sie können das lesen. Und Pole dritter Ordnung, alle bei minus 1 und Gain 1 hat. Ja. Jetzt gibt es hier verschiedene Kommandos. Ich könnte zum Beispiel einfach nur einen PID-Regler designen. Das Kommando heißt hier PID, nur um zu sehen, was das macht. Es funktioniert wie folgt. Sie haben ein System, also Sie müssen einfach nur eingeben, was das K, was das KI, was das KD. Sie müssen es wählen. Das tut den automatischen PID-Regler ausspucken natürlich. Aber wie tue ich den Tunen? Es gibt eine schöne Funktion im MATLAB, die nennt sich PID-Tune. Die funktioniert wie folgt. Ich gebe dem MATLAB zum Beispiel jetzt mein G und sage, bitte gib mir einen PID-Regler. Und er wird mir dieses PID ausspucken. Ein KP, ein KI, ein KD, irgendwelche Zahlen. Wie, was, warum funktioniert das? Macht MATLAB da. Um das zu erklären, nehmen wir noch ein anderes Kommando her, nämlich, es nennt sich PID-Tuner. Das hier. Sie geben einen PID-Tuner, GPD, und Sie kriegen die schöne Ziegler-Nichols-Plot raus. Und Sie haben jetzt hier zwei Schrauben zum Drehen. Die eine Schraube nennt sich Response Time. Sprich, wie schnell reagiert der Regler? Wir können die mal runterdrehen und Sie sehen, der Regler wird sehr langsam. Eventuell wieder robuster. Wir können sie mal hochdrehen und sehen, naja, vielleicht nicht wirklich. Wenn man dem Plot weiterfolgen würde nach Plus unendlich, wird es eventuell konvergieren. Da tun wir es mal in die Mitte setzen. Wir können der Regler auch hier das transiente Verhalten ändern. Wir können den aggressiver machen. Und dann schaut er so aus. Wir können ihn wirklich aggressiv machen. Das wäre ein High-Gain-Regler. Sehr, sehr großes K in dem Fall. Wir können ihn auch robuster machen. Und er konvergiert, sagen wir mal, zwar langsam, aber sehr robust gegen 1. Was spielt es da im Hintergrund ab? MATLAB gibt Ihnen zwei Schrauben und daraus tut es diese Rechnung, was ist K, TI und TD. Ich habe mal versucht, das rauszufinden. Leider ist MATLAB nicht sehr kompatibel, sprich, wenn man den anfragt, was ist der Algorithmus dahinter? Das sagen Sie einem nicht. Ich kenne auch persönlich viele Leute, die bei MathWorks arbeiten, von denen dürfte es mir auch keiner sagen. Ich habe grob herausgefunden, was sie machen. Und zwar, sie setzen auf ein Optimierungsproblem und sagen, egal welcher Regler, er soll auf jeden Fall, er soll stabil sein. Erste Requirement, Requirement 2 ist, er soll einen gewissen Phase Margin haben, nämlich mindestens 60 Grad. Und dann diese Schrauben, an denen sie hier drehen können, tun wirklich, sagen wir mal, die Eckfrequenz ändern. Sprich, im Bodeplot, wann knickt er ab? Wie weit kann ich die nach rechts und links verschieben? Ganz grob. Das sind die zwei Schrauben, die Sie drehen können. Wenn Sie einfach nur eintippen,
PED, dieses Kommando hier, kriegen Sie einen Regler raus, der stabil ist, der ein Phase Margin 60 Grad hat, das wird immer heilen, das sind sozusagen die Specification dieses Algorithmus, und er versucht die Crossover Frequency, sprich die Frequenz, an der geschlossene Kreis abknickt, so weit wie es geht nach rechts verschieben, sodass es immer noch stabil ist. Das ist grob dahinter. Und es gibt jede Menge Heuristiken natürlich, um PED-Regler zu tunen. Das ist die von MATLAB. Es gibt Ziegler-Nichols, aber wirklich am Ende vom Tag sind Sie dafür verantwortlich, wo Sie die Pole hinstecken. Also ich würde wirklich nach den Polen gehen in dem Fall. In der nächsten Vorlesung werden wir uns anschauen, wie man den PED-Regler, sagen wir mal, designt und tuned im Frequenzbereich, was wesentlich natürlicher ist wie im Zeitbereich. Ich wollte jetzt nicht reingehen ins Detail, aber ich wollte vorher vielleicht einen kurzen Preview geben und nochmal kurz wiederholen, was ist denn die Kriterien im Frequenzbereich? Was sind Stabilitäts- und Robustheitskriterien, die wir erfüllen müssen? Das machen wir nochmal an der Tafel. Bevor ich da hingehe, haben Sie denn noch Fragen zum PED-Regler-Tuning im Zeitbereich? Okay. Wow, das war das Falsche. Okay. Ich bin meistens in Computer Science Vorlesungsräumen, da gibt es dieses Ding hier nicht. Will jemand ausprobieren, was das ist? Ja. Lassen wir mal. Lassen wir mal stecken. Okay, ich hätte noch was anzubieten, und zwar Zusammenfassung von Stabilität im Frequenzbereich, was uns dann die Kriterien geben wird, wie tut man Regler eigentlich designen im Frequenzbereich. Diese ganze Geschichte von PED-Reglern wurde damals erfunden, bevor es Zeitbereichssimulationen gab, komplexe Optimierungsalgorithmen und so weiter, wo man eventuell wirklich nur Frequenzbereichkurven hat und sich überlegt hat, an welchen Schrauben dreht man. Und Sie haben ja gehört, es gibt diverse, sagen wir mal, Specs für Stabilität im Frequenzbereich. Und ich wollte die nur wiederholen, bevor wir dann in die Details gehen, wie man die Regler auslegt im Frequenzbereich. Stabilität im Frequenzbereich. Das hört sich vielleicht ein bisschen abwertend an, sagen wir mal damals in den Tagen, als es noch keinen Platz gab, aber auch heutzutage werden sehr viele Regler einfach nur ausgelegt aufgrund von Platz. Vielleicht einige von Ihnen, die in Touch waren mit der Robotik, werden vielleicht wissen, dass in der Robotik werden nicht genaue Modelle gemacht von Aktuatoren, wie sich ein Roboterarm bewegt und so weiter. Es wird mehr oder weniger einen Schlag drauf gegeben, es wird eine Kurve erstellt, sagen wir mal, mehr oder weniger kriegt man den Bodeplot raus und dann überlegt man sich anhand des Bodeplots, ungefähr, wie ist das System modelliert. Okay, es geht keiner rein und misst wirklich, sagen wir, was ist die Reibung im Gelenk und so weiter. Also sprich, diese ganzen Frequenzbereich-Beschichten haben wirklich noch auch aktuellen Nutzen in dem Fall. Okay, und zwar
obendrauf auf diese Sachen, stellt sich heraus, die Frequenzbereiche sind sehr nützlich, noch zwei weitere Übertragungsfunktionen. Nämlich einerseits die Übertragungsfunktion des offenen Kreises. Das ist nämlich meist das Einzige, was man hat, nämlich das Modell des offenen Kreises. Und das ist einfach nur G von S. Wenn man eine Regel auslegt, das hat man, damit fängt man an. Es stellt sich heraus, eine sehr angenehme Übertragungsfunktion zum Rechnen ist die der offenen Regelverstärkung. Okay? Übertragungsfunktion der Regelverstärkung oder offenen Regelverstärkung. Das ist in dem Fall 1 plus gk von s. Und ich wollte nur kurz wiederholen, dass Nyquist, Bode und Small Gang Criterion, dass es mehr oder weniger Ihnen alle Eigenschaften des geschlossenen Kreises gibt, nur als Funktion des offenen Kreises oder der Regelverstärkung. Sie wollen, was wirklich, warum ist das Nyquist-Kriterium so cool? Es ist wirklich, wir brauchen nur den offenen Kreis zu kennen und wissen allerhand über den geschlossenen Kreis sofort. Okay. Also schauen wir uns nochmal das Nyquist-Kriterium an. Die implizite Annahme des Nyquist-Kriteriums ist, dass das k von s einfach nur eine Konstante ist. Sie hören, Sie können vielleicht erinnern, letzte Vorlesung, das Nyquist-Kriterium war immer definiert, wie groß kann ich k wählen, sodass es immer noch stabil ist. Es war immer ein reelles K, es war keine Übertragungsfunktion. Das Nyquist-Kriterium funktioniert auch wunderbar, wenn K eine komplette Übertragungsfunktion ist. Nur dann müsst Sie den dynamischen Teil in das G reinstecken. Okay. Also wir nehmen an, wir tun nur noch ein Parameter optimieren, nämlich das K, in dem Fall das Constant Gain des Kreises. Alle anderen Parameter stecken bereits im G von S. Okay. Im Nyquist-Kriterium, was schauen wir an? Wir schauen die sogenannte D-Kurve an. Was ist die D-Kurve? Wir haben die komplexe Ebene C. Wir haben eventuelle Pole und Nullstellen von G von S. Um das symmetrisch zu machen. Das hier sind die Pole und Nullstellen von G von S auf der imaginären Achse. Und wir bauen in der rechten Halbebene die sogenannte D-Kontur auf. Die D-Kontur, wir wissen, ist ein Halbkreis, der Epsilon um alle Pole und Nullstellen herumgeht. Und wir schließen den Kreis in der rechten Halbebene, weil wir gerne einen Kreis haben wollen, um alle eventuell instabilen Pole oder Nullstellen von G von S. Warum sehe ich die Pole und Nullstellen von G von S? Ich habe schon weggelöscht. Aber wie Sie wissen, die Pole des geschlossenen Kreises sind GZKZ plus GNKN. Sprich, wir müssen alle Pole und Nullstellen kennen. Diese D-Kontur hat die Eigenschaften, dass der Radius unendlich groß ist und wir hier um alle Pole oder Nullstellen einen Radius wählen, der Epsilon kleines, wobei Epsilon gegen 0 geht. Wir lassen mal in Farbe. Das ist R gegen unendlich. Und hier haben wir einen Radius mit
Eigenschaft, dass er Epsilon groß ist, wo wir Epsilon gegen 0 gehen lassen. Das ist die D-Kontur. Was wir uns anschauen, ist das Bild der G-Kontur unter der Abbildung f von s unter der Regelverstärkung. Und die ist 1 plus gk. Okay? Also wir jagen diese Kurve, diesen offenen Halbkreis, durch diese Map und kriegen dann eine neue Map raus. Sie haben das bereits alles gesehen in der letzten Vorlesung. Ich wollte es nur einmal zusammenfassen und im Detail erklären. Das ist das sogenannte Nyquist-Plot. Der könnte zum Beispiel ausschauen wie folgt. Nennen wir den mal, ich glaube im Skript wird er genannt Gamma F, also die Abbildung dieser Kurve. Das ist der Bode-Plot mehr oder weniger. Wir starten für Omega gleich 0, gehen all the way bis Omega gegen unendlich. Wenn das System kausal ist, muss das hier gegen 0 gehen, weil der Zählergrad kleiner ist als der Nennergrad, sprich das geht gegen 0. Und für Omega plus minus unendlich kriegen wir das Spiegelbild heraus. Ja. Das ist unser Nyquist-Plot. Was sind die Parameter, die wir uns anschauen im Nyquist-Plot? Es gibt die Rückführdifferenz oder die Regelverstärkung. F von S. Und wir nehmen an, diese Regelverstärkung hat Z Nullstellen, die instabil sind. Okay. Also sprich Nullstellen oft enthalten. Ich kürze einfach ab, instabile Nullstellen. Z instabile Nullstellen. Der andere Parameter des Nyquist-Plots sind die Pole von G von S. Und davon sagen wir, haben wir mal P-Stück. P instabile Pole von G von S, von der offenen Strecke. Und der dritte Parameter, den wir uns anschauen für den Nyquist-Plot, ist die Anzahl der Umkreisungen des Ursprungs durch Gamma von S. Das haben wir in der Vorlesung genannt, letztes Mal N. N Umkreisungen des Ursprungs durch dieses Gamma F. Es gibt drei Parameter. Es gibt Z, P und N. Und Sie wissen von der letzten Vorlesung noch, das Prinzip des Arguments. Dass man kurz und bündig zusammenfassen kann, dass die Anzahl der Umkreisungen die Pole minus die Nullstellen ist, oder anders ausgedrückt, Z ist N minus P. Und Nyquist hat daraus überlegt, okay, wir wissen die Nullstellen des geschlossenen Kreises oder die Pole, das sind die Pole oder die Nullstellen von GZKZ plus GNK, was ich Ihnen vorhin geschrieben habe, und hat sich daraus errechnet, wann ist denn das System intern stabil? Und ist darauf gekommen, das System oder geschlossene Kreis ist sogar intern asymptotisch stabil. Also Polen-Nullstellen-Kürzungen eingerechnet. Genau dann und nur dann, wenn Z gleich 0 ist oder anhand der Formel N ist gleich P. Das haben wir in der letzten Vorlesung gehabt. Das ist ein, ja. War nicht eben quasi, dass die Anzahl Umkreisungen irgendwie jetzt ist, aber dort
Ja. N ist gleich Z minus P. Ja? Also ich könnte die Formel umdrehen. Das wär das Prinzip des Arguments. N ist gleich Z minus P. Weitere Fragen? Wie benutze ich dieses Theorem? Ich schaue mir den Bode-Plot an, also den Nyquist-Plot. Ich kriege jetzt zum Beispiel raus aus MATLAB. Ich zähle die Anzahl der Umkreisungen. Ich weiß die instabilen Pole von G von S und rechne daraus, ist das System intern stabil, ja, nein. Okay. Fragen dazu? Ja? Das ist ja n ist gleich z minus p, aber wenn man das auf n aufsetzt, das z plus p, das müsste eigentlich heißen n gleich z minus p. N gleich z, ah. Ja, Entschuldigung. Man kann es, ja, Sie haben recht. Woher kommt das? Ich habe die Umkreisungen in die andere Richtung gerechnet, im Gegenuhrzeigersinn. Okay. Das hier ist, wenn man es im Uhrzeigersinn macht, muss da ein Plus sein. Ja. Man kann die ganzen Formeln umdrehen und dann sind es im Gegenuhrzeigersinn. Wie Sie es machen, ist Ihnen überlassen, solange es konsistent ist. In dem Fall tut mir leid, dass ich da verwirrt habe. Mit dem Kreisung im Uhrzeigersinn rechnet, ist z gleich n plus p und wir haben n gleich minus p. Entschuldigung dafür. Okay, das Nyquist-Argument, sagen wir mal, ist sehr elegant, aber in gewisser Weise auch ein bisschen nutzlos, weil, wie Sie vielleicht gesehen haben, um diese Gamma-F-Kontur per Hand zu rechnen, hockt man bestimmt einen halben Tag da. Okay, besonders für ein System, das, sagen wir mal, 10. Ordnung ist, mit jeder Menge Polen nur stellen. Man kann aber daraus, sagen wir mal, sehr schöne Varianten herleiten, die wirklich sehr nützlich sind. Okay. So, also schauen wir mal kurz mal die Varianten an. Des Nyquist-Kriteriums. Haben wir noch irgendwo Platz? Und diese Varianten sind auch wirklich nützlich, um Regler dann auszulegen, weil sie direkt in die Gain- und Phase-Margins münden. Also wir sehen, Nyquist zählt wirklich, sagen wir mal, in dem Fall die Polen-Nullstellen von F von S und zählt die Umkreisung des Ursprungs. Anstatt die Umkreisung des Ursprungs zu rechnen, kann ich das Ganze auch shiften und die Kreise um minus 1 zählen oder die Kreise um minus 1 über K zählen. Tun wir einfach nur die erste Variante anschauen. Sie haben beide eine Slide, das ist die Vorlesung. Ich möchte nur eine anschauen. Eine Variante, nämlich zähle die Umkreisungen von minus 1 unter der Abbildung G mal K von S. Okay. Im Prinzip nichts anderes, ich habe nur eine Koordinatentransformation gemacht, anstatt f von s schauen wir hier an f von s minus 1 und ich kriege diese Variante. Warum ist diese Variante nützlich? Wir können aus dieser Variante gleich zwei, oh mein Gott, wie ist das deutsche Wort? Corollary, ich glaube Korollar nennt man es auf Deutsch, also sprich ein Folgesatz. Das englische Wort Corollary ist in dem Fall begrifflicher. Das erste ist das sogenannte Bode-Kriterium. Und das hat eine Annahme, nämlich wir nehmen an, G ist stabil. Und der Bode-Plot ist monoton, sowohl in Phase als auch in Amplitude. Dann ist das Kriterium sehr einfach, dass ich daraus herleiten kann. Der offene Kreis ist stabil, das heißt, wir haben null instabile Pole. Das heißt, n muss gleich 0 sein.
in dem Fall 0 Umkreisungen von minus 1. Das heißt, ich muss immer gewisserweise rechts von der minus 1 sein, heißt das. Das heißt dann wie folgt: Der geschlossene Kreis ist intern stabil, dann und genau dann, wenn wir haben, dass die Amplitude bei minus 180 Grad kleiner ist als 1. K, G von J, einem bestimmten Omega-Stern, ist kleiner 1. Wobei, was ist das Omega-Stern? Omega-Stern ist der Winkel, wobei die Abbildung minus 180 Grad hat. G von J, Omega-Stern ist minus Pi. Warum ist das nützlich, um Regler auszulegen? Ich könnte mir jetzt, also in gewisser Weise gibt mir das nicht nur Stabilität an, es gibt mir viel mehr Stabilität, es gibt mir Robustheit. Das sagt mir, wie weit bin ich von Instabilität weg. Sprich, ich könnte mir jetzt meinen Bodyplot meines Reglers anschauen und einfach an den Schrauben, meinen PED-Schrauben, so weit rumdrehen, um sicherzustellen, dass, wenn ich bei minus 180 Grad bin im Bodyplot, möglichst weit von der 1 weg bin. Sprich, es gibt mir nicht nur Stabilität, sondern auch Robustheit. Den sogenannten Gain Margin, den ich auch letzte Woche angeschaut habe. Und das ist wirklich mal die Basis, um Regler im Frequenzbereich zu tunen. Der Bodyplot, okay, was eine direkte Folge des Nyquist-Plots ist. Ein zweiter Korrelar, den schreiben wir auch noch auf, bevor wir dann beenden die Vorlesung. Das war der erste. Der zweite Korrelar, das ist natürlich der angenehmste zum Arbeiten, ist das Small Gain Kriterium. Ich stelle die Umkreisungen von minus 1. Angenommen, ich bin immer von der minus 1 weg, weit genug. Zum Beispiel, ich bin immer rechts von minus 1, bin ich stabil. Das ist nämlich das Small Gain Kriterium, das ich auch benutzen kann, um einen Regler zu designen. Wir werden das nächste Woche machen, Small Gain. Eben auch wieder der geschlossene Kreis. Ist intern asymptotisch stabil. Das ist der Fall, wenn, der Pfeil geht nicht in beide Richtungen, geht nur in eine Richtung, wie Sie sehen. Das ist der Fall, wenn K mal G von J Omega immer kleiner 1 ist. Für alle Omega. Jetzt könnte natürlich ein Ziel der Regelauslegung wirklich im Frequenzbereich sein. Ich habe hier irgendwo meine minus 1 und ich möchte den Regler so designen, dass ich die geschlossene Nyquist-Kurve oder den Bodyplot möglichst weit davon wegpushe. Das könnte ein Kriterium sein. Das Schöne an diesem Kriterium ist, ich muss nicht den geschlossenen Kreis anschauen. Ich schaue mir nur den offenen Kreis an. Nur das G mal K, was die Sache wesentlich einfacher macht. Wie wir das genau benutzen, schauen wir uns in der nächsten Vorlesung an. Haben Sie Fragen hierzu? Das haben Sie letzte Woche schon mal gehabt. Ich wollte es nochmal an die Tafel schreiben. Diese zwei Kriterien sind wirklich, sagen wir mal, die Basis für Regeldesign im Frequenzbereich. Okay, wir werden das nächste Woche noch anschauen, wie kann ich mein Bodyplot tunen, sodass ich möglichst stabil und möglichst robust bin. Das war's von meiner Seite. Ich bleibe noch 5 Minuten da. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie vor. Wir können das gerne diskutieren. Vielen Dank und guten Appetit.